Aufgetischt. Hallo, liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zu meinem Aufgetischt für die Vorweihnachtszeit. Ja, die Liste ist wieder lang, wie man hinter mir bzw. im Intro schon gesehen hat, deswegen will ich gar nicht lange zögern und fange direkt an. Als erstes, um mal ganz was Neues zu machen, fange ich an mit dem Spiel, dem einzigen, was ich nicht selber habe, und das ist Great Western Trail. Das hat der Georg auf mein langes Bitten hin endlich mal mitgebracht und wir haben das in einer Viererrunde gespielt. Die anderen drei hatten es zumindest alle ein bis zwei Mal schon gespielt. Für mich war es noch ganz neu und ich war ganz wild darauf, weil ich da so viel von gehört hatte, wie toll das ist. Ich bin so ein bisschen noch unsicher, muss ich sagen. Also der Grundmechanismus hat mir schon sehr gefallen. Das ist ja für mich so ein bisschen so eine Mischung aus Kailos auf der anderen Seite und Russian Railroads auf der anderen Seite. Zwei Spiele, die ich beide sehr, sehr gut finde. Und ich fand auch so diesen Grundmechanismus mit dem Laufen und den Gebäuden bauen und so und Deckbuilding, das war alles sehr gut. Das arbeitet gut zusammen, das funktioniert gut. Ich habe auch direkt bei den beiden erfolgreichen Spielern sehen können, welche Strategien man da sehr erfolgreich fahren kann. Meine eigene Strategie war leider eher in der nicht erfolgreichen Kategorie. Was mich ein bisschen irritiert hat, was vielleicht aber eine Kleinigkeit ist, ist das Ende vom Spiel, dass zunächst der, der Schluss macht, eine Belohnung kriegt. Ich meine, zwei Punkte ist nicht viel in dem Spiel, aber warum kriegt der überhaupt eine Belohnung? Ist mir irgendwie nicht, leuchtet mir nicht ganz ein. Und zum Zweiten, dass dann nicht bis zum Startspieler zu Ende gespielt wird, die Runde, sondern dass dann bis zu dem, der Schluss gemacht hat, weitergespielt wird. Ich hatte irgendwie instinktiv erwartet bei einem Spiel, wo es irgendwie ja keinen wechselnden Startspieler oder so gibt, dass am Schluss ganz normal die Runde noch zu Ende gespielt wird. Und das kam dann bei uns so aus, dass dadurch sozusagen der Startspieler im Prinzip einmal öfter dran war als alle anderen. Da kann man zu Recht sagen, die Anzahl der Züge ist vielleicht bei dem Spiel nicht so wichtig, weil man ja über die unterschiedliche Zugweite sowieso sehr unterschiedlich weit kommt im Zug. Ja, stimmt. Aber irgendwie hat es mich einfach gewundert. Also ich verstehe nicht, warum das so ist, warum das fairer ist. Weil das Ende vom Spiel ja auch überhaupt nicht plötzlich kommt, sondern es ist ja für alle Spieler die ganze Zeit gut sichtbar, wie schnell das Ende kommen wird. Vielleicht nicht irgendwie, kann ich sagen, wird jetzt der Spieler nach mir oder erst der danach Schluss machen. Aber ob ich nochmal drankomme, kann ich mir sehr gut ausrechnen. Also der Schluss kommt nicht überraschend eigentlich. Naja, ein anderer Punkt, der mich auch gewundert hat, wo ich aber jetzt glaube, das war einfach Fehlinterpretation von mir. Ich habe irgendwie, ohne großartig vorher zu rechnen und zu überlegen, was ist am besten, irgendwie instinktiv wieder erwartet, dass sowohl schnelles Laufen über den Plan als auch langsames Laufen seine Vorzüge hat. Und da habe ich doch sehr deutlich gemerkt, langsames Laufen hat nur Nachteile eigentlich. Also es bringt nichts, irgendwie mehr Stationen mitzunehmen, mehr Sachen zu machen. Letztlich ist gerade am Anfang des Spiels total wichtig, dass man eigentlich immer schnell durchrennt. Und Ende vom Spiel, wenn man mehr Ressourcen vielleicht auch zur Verfügung hat, kann man mal ein bisschen mehr noch taktieren, wo gehe ich jetzt noch hin und wo nicht. Aber letztlich ist es schon sehr auf Laufgeschwindigkeit optimiert, das Spiel. Es wird ja auch dadurch unterstrichen, dass man seine Laufgeschwindigkeit sogar erhöhen kann mit Upgrades, die ja zu den schwierigen Upgrades gehören. Also das wird dadurch auch so ein bisschen angedeutet. Aber trotzdem hatte ich irgendwie erwartet, dass es auch was für sich hat, langsam zu laufen. Und damit bin ich halt direkt am Anfang ziemlich auf die Nase gefallen. Es war mir dann irgendwie dann auch klar, so ja, nee, es stimmt schon, das Spiel honoriert das gar nicht. Aber das war einfach auch was mich an dem Mechanismus irgendwie so ein bisschen angeeckt hat. Ja, aber ich möchte es eigentlich auf jeden Fall nochmal spielen, weil ich fand es sehr cool und ich fand es auch spannend zu sehen. Eben, ich bin brutalst gescheitert an dem Spiel. Ich habe aber auch gesehen, was alles geht und ich würde das total gern wieder spielen, um das einfach mal auszuprobieren, das einfach selber auch hinzukriegen, dass es besser läuft. Also den Effekt hat es auf jeden Fall. Und dass man bei einem Kennerspiel, beim ersten Spiel auch mal völlig scheitert, finde ich auch völlig in Ordnung. Da habe ich schon einige Spiele gespielt, wo ich gesagt habe, naja, nee, das ist halt einfach, das muss man erstmal lernen. Da reichen die Regeln zu kennen, reicht nicht, um das Spiel vernünftig spielen zu können.
Aber so viel zu Great Western Trail. Also wir haben es vielleicht noch, um es ganz deutlich zu sagen, wir haben es ohne irgendwelche Erweiterungen gespielt. Ich glaube, da gibt es ja schon mehrere inzwischen. Also die kenne ich jetzt auch gar nicht, was die machen. Ich weiß auch nicht, ob die anderen in der Runde das gewusst hätten. Ich glaube auch nicht, weil ich glaube, die kannten auch nur das Grundspiel. Dann kommen wir jetzt mal zu den Spielen, die ich selber habe. Und ich fange einfach mal ein bisschen von oben nach unten an mit ein paar Kartenspielen. Punktesalat! Auch aus aktuellem Anlass gerade wieder im Kanal erwähnt worden, in der Top-Liste. Das haben wir auch mal wieder gespielt, nach langer, langer Pause leider, weil ich dieses Spiel wirklich auch sehr gern mag. Ich finde diesen Mechanismus mit den unglaublich vielen Wertungen und diesem ständigen Entscheidung, will ich da jetzt lieber noch eine Wertung mehr oder nehme ich mir lieber Obst und, Gemüse und was nehmen die anderen, was nehmen sie mir weg, was muss ich ihnen wegnehmen. Das finde ich total raffiniert und es ist so einfach und trotzdem raffiniert und spannend. Ich mag das sehr gern und kann das nur unterstützen. Das gehört auf jeden Fall in eine Kartenspiel-Top-Liste total rein. Memoir! Hat man auch länger nicht gespielt, weil meine Kinder da so ein bisschen das Gefühl hatten, da sind sie jetzt zu groß für, auch die Kleine. Wir hatten es jetzt aber doch mal wieder, als noch Kinder zu Besuch waren auf dem Tisch. Und ich finde das nach wie vor super. Und ich kann sagen, wenn ein Kind dabei ist, was es zum ersten Mal spielt, habe ich sogar auch eine Chance, mal einen Schatz zu kriegen in diesem Memory. Das hat mich auch sehr gefreut. Normalerweise kriege ich einfach gar nichts, weil die Kinder mich immer überflügeln. Aber ich finde das total super, das Spiel. Das ist so eine schöne, schnell spielbare, schnell erklärte Memory-Variante und aber viel, viel lustiger und spannender als normales Memory. Auch super Spiel. Quicks. Unser einziges Roll and Write in unserem Vorrat, das war auch mal wieder auf dem Tisch. Da habe ich mich nicht so gefreut. Also ich, Quicks finde ich noch gut, das geht relativ schnell, das ist auch einfach, man muss irgendwie nicht zu viel überlegen. Das kann man noch so mal gut runterspielen. Aber Roll and Write ist einfach nicht mein Spielgenre, also da kann ich zu wenig mit anfangen. Aber wir haben das jetzt immerhin so oft gespielt, dass der Originalblock jetzt wirklich komplett weg ist. Wir müssen jetzt das Quicks gemixt spielen, wenn wir es wieder spielen wollen, weil nur dafür haben wir noch Blöcke. Ice Cool. Das spiele ich auch immer sehr gerne und das kommt zwar auch immer mit Pausen, aber auch immer mal wieder auf den Tisch. Und wir haben das jetzt auch nochmal wieder neuen Spielern gezeigt. Und es sind eigentlich wirklich immer alle angetan von dem Spiel. Das kann man nicht anders sagen. Das ist dieses Schnipsen, das macht einfach Spaß. Auch so der Versuch, mal einen Trickshot hinzukriegen, das ist einfach cool und fordert einen heraus, auch egal welches Alter man hat. Und die Regeln sind einfach und schnell erklärt. Und es ist eben aber auch nicht so schwer, dass irgendwie Kinder bei der Geschicklichkeit gar nicht mithalten können, sondern die kriegen das auch gut hin. Deswegen kann man das in gemischten Runden spielen. Ein super Spiel. Deswegen wird das auch nochmal erwähnt werden diesen Monat. Einmal kurz die Rückseite gezeigt, wer das noch nicht kennt. Das ist ja dieses Spiel, was den ganzen oder fast den ganzen Karton benutzt, um daraus einen recht großen Spielplan zu bauen, auf dem man dann mit kleinen Pinguinen rumläuft. Super. Weiter geht's mit Werwörter. Ein sehr schönes Wortratespiel mit etwas Werwolf-Thematik und Werwolf-Thema. Was man zusammen mit dem Handy spielt, auf dem dann auch stimmungsvolle Musik läuft und hin und wieder auch ein tatsächlich recht witziger Spruch kommt vom Moderator des Spiels. Kann ich auch sehr empfehlen. Also wer eigentlich Werwolf mag und aber nicht aus dem Spiel ausscheiden möchte, der kann mal Werwörtern eine Chance geben. Was haben wir noch? Die Crew haben wir natürlich auch wieder weitergespielt, allerdings nicht so viel. Ich glaube, wir haben jetzt 2 oder 3 Missionen haben wir nur geschafft. Das spielen wir in der Regel in der Dreierrunde, die gar nicht immer so leicht zusammenzukriegen ist, weil dann immer meine liebe kleine Tochter irgendwie sich anderweitig beschäftigen muss. Deswegen kommen wir da nicht so oft zu, aber ich finde es nach wie vor sehr gut und sehr spannend. Also es ist ein sehr schönes kooperatives Kartenspiel und ich glaube, der Teil 2 wird da auch gar nicht mehr lange auf sich warten lassen. Was haben wir noch an kleinen Spielen, die ich nur kurz erwähnen will? Zombie Teens will ich immer nur ganz kurz erwähnen. Das haben wir auch wieder etwas weiter gespielt, sind kurz vorm nächsten Umschlag angekommen. Es ist jetzt tatsächlich ein bisschen witziger geworden, weil wir jetzt eine neue Spezialfähigkeit haben, die ein bisschen Spaß macht, wenn sie denn mal ausgelöst wird.
Ich möchte jetzt da nicht spoilern an dieser spannenden Kampagne, deswegen sage ich da jetzt nicht genau, was ich meine. Aber insgesamt ist das schon. Also ich würde das Spiel nicht vorschlagen. Das ist schon ein bisschen gurkig. Aber so ab und zu mal kann man es mal spielen und irgendwie ist dann doch, man will da irgendwie noch sehen, was noch kommt. Deswegen so ein bisschen Spielreiz ist doch da. Aber ja, also ich würde es nicht vorschlagen und ich würde es auch niemandem empfehlen, sich das zuzulegen. Viel mehr Zoll. Das haben wir dank eBay Kleinanzeigen sogar einmal verschenken können im letzten Monat an ein anderes befreundetes Kind, was da auch so begeistert war von dem Spiel, als es das bei uns ausprobiert hat. Ja, das ist, es ist nach wie vor super, aber ich habe auch gute Nachrichten für mich selber da schon gehört, nämlich es sieht so aus, als läge da etwas Neues unter dem Weihnachtsbaum. Ich bin sehr gespannt, wie sich das dann spielen wird. Das würde ich sicherlich noch berichten. King Domino war auch mal wieder auf dem Tisch, das hat auch eine längere Pause gehabt, hat mir dann aber auch wieder Spaß gemacht. Wir haben ja da inzwischen die, wie heißt sie, die Gigantenerweiterung dazu, die wir dann jetzt auch mal mitspielen. Die finde ich auch nochmal ganz witzig ist, aber auch jetzt das Spiel nicht wesentlich aufwertet, würde ich sagen. Also das ist irgendwie noch so ganz nett, dass man mal den anderen so ein bisschen ärgern kann, wenn man ihm vielleicht auch mal einen rüberschickt und das ist einfach noch ein zusätzlicher Parameter beim Auswählen, welches Plättchen ich nehme. Aber so das Grundprinzip vom Spiel ändert sich dadurch nicht großartig. Witziger sind schon die Sonderwertungen, die man noch machen kann, die ja da auch mit drin sind. Die geben nochmal so einen kleinen extra Pfiff. Ist aber auch jetzt nicht wesentlich. Also ich würde eigentlich denken, die braucht man nicht unbedingt, die Erweiterung. Aber wenn man sie jetzt hat, dann kann man sie auch mitspielen. Und es ist auf jeden Fall ein ordentliches Spiel, aber super ist es nicht. King of New York fällt in die gleiche Kategorie. Ist ordentlich, macht schon immer sehr viel Spaß, aber ist auch immer so ein bisschen ein richtig gutes Spiel. Ist es eigentlich nicht, das ist halt einfach ein schönes Gekloppe. Ja, aber es macht Spaß, das will ich gar nicht abstreiten. Und wir spielen das immer mal wieder, eben gerade auch mit Kindern, wenn es ein bisschen wilder sein soll, dann ist King of New York immer gern genommen. Aber man muss das natürlich dann auch aushalten, wenn das eigene Monster plötzlich plattgehauen wird. Ja, es hat seine Berechtigung. Burg Appenzell, wie gesagt, eins, das habe ich schon oft gesagt, eins der Evergreens, was ich immer mit meiner Tochter immer mal wieder spiele, so ein bisschen, ich sag mal, als Absacker am Abend gerne genommen, weil es, wenn man das zu zweit spielt, auch recht schnell geht. Eben, wir haben die Cheesy Gonzola Erweiterung, die ist immer dabei und ich habe jetzt im Nikolausstiefel, hat sie jetzt noch die Mini-Erweiterung bekommen, das, die ist, glaube ich, ursprünglich mal in der Spielbox lag oder so, mit so nur noch mal so, im Prinzip, wenn man die Erweiterung schon hat, noch ein weiteres Plättchen noch dran ist mit der Stinkesocke und dem bösen Kater. Das haben wir jetzt doch gar nicht probieren können seitdem, aber ich denke, das werden wir jetzt auch wieder machen. Also dann haben wir wirklich Burg Appenzell in der vollen Ausbaustufe und ja, super Spiel. Dino Race, auch ein sehr schönes Familienspiel. Das war auch länger nicht dabei. Das ist, wer sich da noch dran erinnert, ich habe es früher schon ein paar Mal gezeigt. Ein Spiel, ach, das muss man eigentlich auspacken, weil das so schön ist. So ganz, ganz allerliebsten kleinen Dinosaurierfiguren. Ich hoffe, die Kamera stellt das jetzt scharf. Die man über eine Landschaft schicken muss, mit Hilfe von Handkarten, die die passenden Landschaften hoffentlich zeigen. Dabei läuft man vor einem Vulkanausbruch davon und muss noch ein Dinosaurier-Ei retten. Und am Schluss ist so ein bisschen, wer als Erster rauskommt, hat gewonnen. Aber auch nicht immer grundsätzlich, weil das Ei sozusagen grundsätzlich hinten in der Reihe ist. Deswegen, wer das rausbringt, hat auch nochmal einen großen Vorteil. Der kann auch gut gewinnen. Ja, es ist ein sehr schönes, einfaches Rennspiel für die Familie. Und durch das super Material macht es immer sehr viel Spaß. Also eben diese Dinosaurierfigur mit vier unterschiedlichen Dinosauriern. Das ist super gemacht. Noch eins, was wir lange nicht hatten. Mann, das war wirklich viel diesen Monat. Honga, das Einstiegs-Worker-Placement-Spiel. Ein Worker-Placement-Spiel, was den Mechanismus etwas vereinfacht, indem es die zwar schon relativ viele Möglichkeiten ein bisschen einschränkt, dadurch, dass man in jedem Zug sich zwar neu entscheiden kann, aber man kann nicht aus allen wählen durch einen so einen Scheibenmechanismus.
Und dadurch ist es sehr gut zugänglich, auch schon für Kinder, eben also sicherlich ab 6, 7 gut spielbar. Es steht drauf, ab 8, aber das steht ja immer drauf. Ich finde das sehr schön, auch vom Thema her ist es sehr schön. Ja, hat durchaus ein bisschen Taktik, aber auch nicht so viel, dass das eben irgendwie zu schwierig würde für Kinder. Super Spiel aus dem Haber Verlag. Kann ich auch immer wieder nur empfehlen. Und ich habe mich sehr gefreut, als wir das mal wieder gespielt haben. Zug um Zug halte ich nun mal so schnell hin. Das spielen wir auch immer. Jetzt mal wieder die deutsche Karte gespielt. Meine Tochter spielt am liebsten die indische Karte. Sind beide gut. Ich mag die Schweiz sehr gern, aber die ist irgendwie am unbeliebtesten in der Familie. Ich weiß nicht warum. Das Switch-and-Signal, was daneben steht, das hatte, glaube ich, leider schon den Effekt, den ich befürchtet habe. Nämlich jetzt, wo wir beide Seiten mal gewonnen haben, will das keiner mehr spielen. Also ich weiß nicht, ob das nochmal rauskommt aus dem Regal. Das steht da jetzt. Wir haben es nicht mehr gespielt. Koralja halte ich auch nur kurz hoch. Spielen wir immer mal wieder. Super Spiel. Total schön. Schönes Material. Leicht zugänglich. Habe ich auch sehr oft schon gedacht. So, Seven Wonders. Das haben wir nicht ganz so oft auf dem Tisch, aber ich freue mich auch jedes Mal, weil das ist einfach auch nach wie vor ein fantastisches Spiel. Ich bin sehr gespannt, irgendwann mal hoffentlich ausprobieren zu können, das neue, dieses Seven Wonders Architects oder wie es heißt. Das ist ein bisschen die Familienvariante, wobei wir eben auch in der Familie, also auch meine beiden Söhne, auch mit diesem eigentlich gut klarkommen inzwischen. Also bin gespannt, wie sehr sozusagen das Niveau dann da sinkt und ob das wirklich auch so gut funktioniert, wie Seven Wonders funktioniert. Aber ja, ist auf jeden Fall sicherlich mal einen Blick wert. Colt Express, das haben wir sogar in der Erwachsenenrunde gespielt, was schon noch etwas schöner ist, weil man da nicht so viel Rücksicht nehmen muss auf beleidigte Kinder. Das ist ein Spiel, was leider, was vielleicht für Spiel des Jahres vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist, nicht Spielern oder wenig Spielern schon schwer fällt, habe ich immer den Eindruck. Also dieser Programmiermechanismus, dass man so mit den Karten, wo man dann planen muss, wo laufe ich hin, wo laufen die anderen hin, das ist, wenn man Spielen gewohnt ist, hat man das sehr schnell drin. Wenn man Spielen nicht so gewohnt ist, ist das ein bisschen mühsam und überfordert manche, habe ich den Eindruck. Also da ist so ein bisschen, da braucht man schon Übung für. Also ich finde das für ein Spiel des Jahres relativ komplex. Ich meine, natürlich haben wir jetzt auch schon Erweiterungen dabei, aber die spielen wir, wenn wir da Leute haben, die es nicht gut kennen, nehmen wir die gar nicht mit rein. Oder fa also fast nichts davon rein. Aber trotzdem, das ist eben für Spiel des Jahres ist es recht kompliziert, aber auf jeden Fall ein ganz, ganz tolles Spiel. Ich warte immer noch drauf, dass wir mal die zweite Miniaturerweiterung, hier die Bandits-Erweiterung noch spielen, die wir haben. Die liegt immer noch unausgepackt da oben, aber nicht dazu kommen. Savannah Park. Ja, da habe ich ja schon ein längliches Video drüber gemacht, warum ich das schön finde. Deswegen brauche ich da jetzt auch nicht mehr ganz so viel zu sagen. Ja, ein schönes Lege-Plättchenspiel, was auch schnell geht durch das parallele Spielen. Wer jetzt sich mehr wissen möchte, Video anschauen. Das spare ich mir noch ein bisschen auf. Paranormal Detectives. Das ist, haben wir noch auch recht neu. Da haben wir jetzt die zweite Runde gespielt. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Also das hat viel coole Ideen, aber es ist, ja, irgendwie hat es nicht so ganz gezündet irgendwie. Also eben man schon beim Regeldesign so, ah, oh, das ist ja cool, das ist ja witzig, das macht bestimmt Spaß. Und dann spielt man und es macht schon Spaß, aber auch, also nicht so viel, wie man gedacht hätte. Also das, ich, ja, also ich bin so ein bisschen. Kann man spielen, muss man aber nicht. Also das ist leider eher die oft gesuchte positive Enttäuschung. Also eben, es hat durchaus positive Seiten, aber irgendwo hat es mich auch ein bisschen enttäuscht. 28 oder Lisbon Tram 28, ich kürze den Titel immer ab. Ja, das mag ich auch sehr gern, finde ich auch sehr gern gestaltet. Und jetzt kann ich es, glaube ich, schon laut sagen. Da wird es auch noch ein eigenes Video zu geben, das ist schon in der Pipeline. Deswegen sage ich da jetzt auch nicht mehr zu. Also, die auf das Spiel gespannt sind, einfach das Video ab. Kneipenquiz, Family and Friends Edition. Das wird gerade auch so ein bisschen zum Standard-Absackerspiel bei uns. Wenn man noch schon vorher noch was Längeres gespielt hat, kann man hinterher noch schnell eine Runde Kneipenquiz hinterher spielen, um sich, damit sich alle wieder vertragen, weil alle zusammenspielen. Auch super.
total schön gemacht mit diesem Material, mit dem Spielplan, der so aufklappt und dann den Schubladen, wo das Material drin ist. Ich auch total super, also ähnlich oder vielleicht sogar noch einen Tick witziger als bei Savannah Park mit diesen Pappschächtelchen, wo alles drin ist. Auch sehr, sehr gut. Just One, ein weiteres Wortratespiel, das spielen meine Kinder auch sehr gern, also ähnlich wie Werwörter, wollen sie das immer mal wieder haben. Was den Vorteil hat, man kann es im Prinzip auch eben auch schon mit weniger Leuten spielen, was bei Werwörtern nicht so wirklich geht. Wobei ich schon sagen würde, zu dritt, man kann das spielen, aber witziger ist es eigentlich erst ab 4 und ab 5 ist es richtig gut. Aber es funktioniert auch zu dritt. Crazy Words, ein weiteres Wortfindespiel, was schon längere Zeit bei uns im Schrank lag, einfach weil wir der Meinung waren, das ist noch zu schwierig. Aber wo unsere Kinder jetzt Just One und Codenames angefangen haben zu spielen und gedacht, ha, jetzt können wir auch Crazy Words nehmen. Das ist so ein bisschen inverses Wortratespiel, insofern, dass man da nicht Wörter rät, sondern sich Wörter ausdenkt und dann die anderen Spieler müssen dann raten, was damit wohl gemeint war. Man kriegt am Anfang eine Wortbeschreibung sozusagen zugeordnet, zufällig, zum Beispiel sowas wie sehr hungrig oder Raumschiffmodell oder schwedisches Wort für Landstraße. Alles Mögliche ist da drin, eine sehr, sehr große Liste. Und man zieht zufällig Buchstaben, wo man immer 3 Vokale und 6 Konsonanten hat, die aber eben natürlich beliebig ungünstig sein können. Man kann auch schon mal 3 U's und 2 Q's in seiner Auswahl haben. Und daraus legt man dann irgendwie ein Wort, wo man denkt, das kann man irgendwie wiedererkennen, dass das dazu gehört. Weil dann werden nämlich dann die Beschreibungen alle gemischt, noch mit 1, 2 zusätzlichen und dann in der Mitte ausgelegt. Und dann müssen eben alle Spieler raten, wer hatte welche Beschreibung, also welches Wort gehört da dazu. Und das erfordert natürlich schon einfach einen gewissen Wortschatz und auch so ein bisschen Vertrautheit. Ich sag mal auch vielleicht so mit Marken, Namen und so. Deswegen für so ganz kleine Kinder ist das noch nichts, aber jetzt eben so ab 9, 10 Jahren funktioniert das wirklich sehr gut und ist total witzig, weil man, wenn man das erklärt kriegt, erstmal denkt so, wie soll das denn funktionieren, hier irgendwie mit aus zufälligen Buchstaben irgendwas legen und dann sollen die raten, was es ist. Aber das funktioniert erstaunlich oft, dass man es rät. Also, und man kann auch wirklich direkt, wenn dann die Wörter alle da liegen und man die Beschreibung hat, man denkt so, ah, okay, da weiß ich direkt, das müsste bestimmt das sein und bei anderen so, das ist jetzt aber dann doch schwierig. Es haben dann auch eigentlich immer alle Spieler durchaus irgendwie eine, ich sag mal, eine Erklärung, warum sie das Wort so gelegt haben und so. Das ist sehr witzig, ist leider, glaube ich, ein bisschen, soll man sagen, wirtschaftlich durchgefallen. Also das Spiel ist, das Crazy Words ist schon etwas älter, steht 2016 drauf. Das ist, glaube ich, ziemlich untergegangen. Aber wir haben das mal bei meinem Bruder kennengelernt und haben uns das sofort geholt, weil wir das da schon so witzig fanden. Das ist die Family Edition, was aber, glaube ich, einfach nur die Begriffe auf den Karten irgendwie betrifft. Also es gibt, glaube ich, die Originaledition, da sind irgendwie auch noch nicht jugendfreie Begriffe drin oder so. Also das ist der einzige Unterschied. Also kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Sehr schön, auch mit vielen Leuten zu spielen. Bei 3 bis 7 steht, glaube ich, drauf. Aber wenn man noch eine Ausgabe davon hat, kann man es auch mit noch mehr Leuten spielen. Also auch sehr gut. Juicy Fruits. Habe ich auch ein eigenes Video gemacht, finde ich auch super. Und das spielen wir auch wirklich oft. Das war diesen Monat, glaube ich, das Spiel, was wir am meisten gespielt haben in der Familie. Zu 2, zu 3, zu 4. Finde ich total super und macht einfach unheimlich Spaß. Und da eben auch das eigene Video angucken, wer sich da näher für interessiert. Muss ich mal noch Gewicht heben, machen ein bisschen. Galaxy Trucker. Eins der besten Spiele überhaupt. Jetzt auch wieder gespielt. Diesmal, glaube ich, sogar tatsächlich mal mehrere Flüge hintereinander, was ich mit den Kindern selten schaffe. Ist auch fantastisch. Und ich kann es kaum erwarten, dass sie noch ein bisschen besser werden in dem Spiel, dass wir noch die Erweiterungen, die wir bisher noch weglassen müssen, noch dazu nehmen können mit den fiesen Strecken und den geheimen Aufträgen und alles weiter. Das ist so super, das Spiel. Also wer das nicht hat, zugreifen bei der Neuauflage. Das ist eine gute Investition. So, wie machen wir jetzt? Robin Hood, die Abenteuer des... Das haben wir auch neu. Das war ein Geburtstagsgeschenk für einen meiner Söhne. Das haben wir jetzt 2-mal gespielt. Also die ersten beiden Kapitel der Geschichte haben wir durch. Haben wir auch beide relativ problemlos gewonnen.
Gefällt mir sehr gut, gefällt mir auf jeden Fall von der Aufmachung total gut, auch so mit diesem, eben mit dem Spielplan, der sich so langsam verändert und den Sachen, die immer wieder auftauchen oder weggehen und auch der Bewegungsmechanismus der Figuren, der ja sozusagen den Zug darstellt, wo man eben so die Zugweite simuliert. Das finde ich alles sehr witzig. Ich sehe ein bisschen das Problem, dass ich den Eindruck habe, die Plättchen gehen relativ schnell kaputt, weil die doch sehr eng drin sitzen. Und gerade so diese Wächterfiguren, die man immer wieder umdreht, die kriegen halt leider schnell Macken. Also das hätte man vielleicht irgendwie noch, weiß ich auch nicht wie, aber vielleicht mit etwas anderer Material oder so noch etwas schöner machen können. Was auch schade war, das ist, glaube ich, in meiner Sammlung das dritte oder vierte Spiel, was mit kaputten Komponenten bei uns ankam. Also da war eine Figur mal nicht richtig geformt und es fehlte auch tatsächlich ein Plättchen aus dem Spielplan. Das hat Cosmos natürlich sofort ersetzt, war alles kein Problem. Aber das ist irgendwie natürlich, gerade wenn man es verschenkt, das ist irgendwie so, oh, guck mal, das ist schon kaputt. Das ist irgendwie immer so ein kleiner Gnuck, aber das macht schon sehr viel Spaß. Es hat ja sehr viel, finde ich, von einem Rollenspiel eigentlich, also viel mehr als jetzt Andor, was ja schon irgendwie zu vergleichen ist, nicht nur durch den gleichen Autor. Ist es so ein bisschen, hat es was von so einem Solo-Rollenspiel-Abenteuerbuch, was man aber eben hier nicht solo spielt, sondern mit mehreren und das so ein bisschen kombiniert mit dem Tabletop. Ich finde es aber auch sehr interessant und ich freue mich auch schon, das weiterzuspielen. Aber ob es mir dann auf Dauer gefällt, kann ich jetzt noch nicht ganz sicher sagen. Also ich muss man mal schauen. Aber auf jeden Fall, das Material und so die Aufmachung ist wirklich spitzenmäßig, das kann man schon mal sagen. So, ich glaube, ich bin durch. Ja, fast durch. Kommt nur noch das Highlight diesen Monat. Und das freue ich mich ja so, dass ich das jetzt in die Kamera halten kann. Meine Söhne sind jetzt soweit, ich habe ihnen endlich Kuhhandel beigebracht. Und zwar haben wir angefangen mit dem normalen Kuhhandel und wir haben das abends gespielt, nur zu dritt, was aber eigentlich auch schon ganz gut geht. Ich habe also die erste Partie habe ich natürlich gewonnen. Ich glaube, die gewinnt immer der, der das Spiel schon kennt, weil der so ein bisschen, da man da schon die Tricks kennen muss bei dem Spiel. Und der eine meiner Söhne war so, ja, nö, hat ihm gut gefallen. Der andere war so, ah, oh, so ein doofes Spiel, das gefällt mir überhaupt nicht. Und dann habe ich auch mal gemerkt, dass er danach gar nicht aufhören konnte, darüber zu reden. Und so, ja, und hier und da hätte ich anders und das war blöd und blöd. Und da hat man genau gemerkt, eigentlich hat es ihn schon total angefuchst, dass es irgendwie so, ah, das hier, das ist doof gelaufen, das will ich nochmal. Und am nächsten Tag gesagt, können wir das nochmal spielen, können wir das nochmal spielen? Und dann haben wir es nochmal gespielt. Und dann hatten wir Besuch am Wochenende, da haben wir dann Kuhhandel Master rausgeholt, weil wir da waren wir nämlich tatsächlich zu sechst und das normale Kuhhandel ist nur zu fünf. Und dann haben wir gesagt, ha, das Master geht zu sechst und dann haben wir das Kuhhandel Master zu sechs gespielt. Das finde ich tatsächlich ist noch einen kleinen Tick besser mit diesen, mit den Ratten und den Premium-Tieren, die wo noch einfach etwas andere Spielmechanismen noch dazukommen. Auch super cool. Ja, und ich freue mich einfach so, dass es eben einmal meinen Söhnen total gut gefällt, aber auch eben in der großen Sechserrunde kam das auch sehr gut an. Da war ich dann, also ich und meine Jungs waren die einzigen, die es dann kannten. Die anderen drei kannten es auch nicht. Denen hat es aber auch sofort gefallen, fanden es sehr witzig. Und ja, ich hoffe, ich habe diesmal die Regeln auch richtig erklärt. Da kriege ich ja immer den Vorwurf, dass ich das irgendwie falsch erkläre. Diesmal habe ich es aber, glaube ich, wirklich richtig gemacht. Und ja. Ein super, super, super Spiel und ich habe großes Mitleid mit dem Benny, weil er diesem Spiel nichts abgewinnen kann. Waren wieder eine Menge Spiele. Ich habe mich trotzdem bemüht, dieses Video nicht allzu lang werden zu lassen. Ich danke fürs Zuschauen. Lasst mir nette Kommentare da, lasst uns Abos da und alles weitere. Und dann wünsche ich euch noch eine weitere schöne Vorweihnachtszeit, ein schönes Weihnachtsfest und kommt gesund ins neue Jahr hinein. Und bis dahin, wir sehen uns. Tschüss!